Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum sechsten Tag meiner Tour von Wien nach Berlin. Es ist richtig früh heute. Ich bin heute mal um 5 Uhr schon aufgestanden, weil ich habe echt wunderbar geschlafen hier auf dem Campingplatz heute Nacht. Es war nicht zu warm, nicht zu kalt, genau richtig. Ja, und irgendwie hatte ich nach dem warmen Tag gestern auch die richtige Bettsperre gehabt, sodass ich auch schon früh, also gegen 9 Uhr, ins Bett gegangen bin. Ja, ich weiß nicht, ob man es eben sehen konnte in der Auftaktsequenz da in dem See. Stellt sich wieder die Frage, war es ein Biber oder war es ein Nutria? Wahrscheinlich eher ein Nutria, der da rumschwamm. Mal beachtlich, dass denen die Kälte nichts ausmacht, haben anscheinend doch ein dickes Fell, so Nutrias. Gut, ich frühstücke jetzt und dann mache ich mich auf den Weg, räume wieder meinen Krempel, nein, Schnitt. Ich frühstücke jetzt erstmal. Gestern im Supermarkt hatte ich mir ja hier schon die Brote geholt und wieder so eine Überraschungspastete. Und dann geht's auch los auf die Piste. Heute vom Autocamp Bunkow nach Jischin auf den Campingplatz Eden. Beziehungsweise gibt es da wohl 3 Campingplätze, 3 unterschiedliche. Da kann ich erstmal gucken, wer so den besten Eindruck macht. Das sind heute 70 Kilometer nur. 470 Meter geht es noch hoch, 360 Meter geht es runter. Es geht von hier aus nach Sopretz, dann nach Vapno, Male, Vükleki, Tschüst, Schuderice, Tresice, Hospodau, Novotnyc, dann nach Menik, Humboki, Novi Bytsov, Smidari, Onistani, dann nach Jischin oder Jizin auf den Campingplatz. Wettervorhersage ist wieder gut. Ich habe ja Sonnencreme, mir kann also nichts passieren. Ja, und dann denke ich mir, bin ich hier in 1 bis 1,5 Stunden auf der Piste. Es ist echt schade, hier auf dem Stück könnte ich jetzt eigentlich richtig gut mal Meter machen und mal einen ordentlichen Schnitt fahren, aber die Beschaffenheit des Weges ist echt auch nicht sehr gut, sodass man hier also auch nur so mit 12-13 km/h vorankommt. Aber im Großen und Ganzen ist es okay. Und da hatte ich ja schon weit schlimmere Wegstrecken gehabt. Zum Beispiel gestern Nachmittag. Das war ja der blanke Horror. Und besser als an der Straße entlang zu fahren, an der Hauptstraße, ist es allemal. Male Vükleki, Radweg 4272. Ja, stimmt doch auffallend mit meiner Liste überein. Man sieht hier förmlich, wie ganze Mückengeschwader aus dem Wald auf mich zustürmen, dann aber kurz vor mir abdrehen, weil ich nämlich von oben bis unten mit Autan eingedieselt bin. Ja, Freunde, nicht mit mir! Hört ihr den Specht?
jetzt ist er still. Zum Abschluss des Waldstückes hier sind mir gerade noch zwei Rehe vors Rad gesprungen, fast. Leider hat man in solchen Momenten nie die Kamera griffbereit und selbst wenn man sie griffbereit hätte, so schnell wie die dann wieder weg waren, kannst du gar nicht auf den Auslöser drücken. Ich habe mir eben in dem Örtchen meinen neuen Lieblingsdrink Kofola geholt, kleines Fläschchen. Jetzt gucke ich mal nach einem Bänkle und dann mache ich nach knapp 2 Stunden Fahrt mal ein kleines Päuschen. Ich wollte ja noch mal Kassensturz machen. Also ich habe jetzt hier noch so 300 in Scheinen und 80 in Münzen. Jetzt sagen wir mal, die 80 gehen heute drauf für den Mittagssnack und vielleicht noch irgendwie ein Teilchen am Nachmittag. Dann haben wir 200 Kronen weg für den Campingplatz heute Abend und 100 für das Pivo am Campingplatz heute Abend. So, da sind wir bei 0, sprich... Heute das Essen muss ich dann mit Karte bezahlen am besten und morgen, wenn ich dann noch durch Tschechien düse, muss ich dann auch alles weitere, was ich einkaufe, mit Karte bezahlen. Das kann man hier auch an jeder Ecke und für jedes Kaugummi, das ist überhaupt kein Problem. Ich könnte morgen theoretisch nochmal in Tschechien übernachten, aber ich denke, ich werde dann noch die paar Kilometer weiter durch bis Zittau fahren, denn... Ja, in Zittau ist ein schöner Campingplatz, da war ich schon mal. Und dann ist es jetzt auch mal gut mit tschechischen Campingplätzen. Und weiter geht's auf dem Radweg 4288 Richtung Humburky und Novi Bützow. Duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hád. Teď srdci povám jen lejny karneval. A vychází do mě hřích nepoznán. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal. O má lejny karneval. Weiter geht's auf dem Radweg 4290 nach Smidari. Ja, das war Novi Bützow. Ganz nett die Innenstadt, ein paar schöne Häuser. Aber da ist der Verkehr schon so groß. Nee, das ist schon die richtige Entscheidung, dass man eigentlich große Städte meidet auf so einer Radreise. Das bringt gar nichts.
So, hier steht auch jemand auf dem Fahrradweg, genau wie bei uns. Und links abbiegen. In 180 Metern leicht links und Straße folgen. Als Kind habe ich unheimlich gerne diese ganzen tschechischen Kinderserien gesehen. Pantau, die Besucher, die Märchenbraut, Fliegende Ferdinand und natürlich Luzi, der Schrecken der Straße. Obwohl das, glaube ich, auch teilweise in Deutschland gedreht worden. Naja, das habe ich auf jeden Fall immer gerne geguckt und gucke es eigentlich heute noch gerne. Die DVD-Box von der Serie Die Besucher habe ich sogar zu Hause. Ich glaube, die gucke ich mir nach der Tour mal an, um mal zu sehen, was sich so grundlegend verändert hat in der ganzen Zeit. Hier, seit dem Ende des Kommunismus. Ah, Cobblestone. Schön. Gucken, ob die Kirche offen ist hier. Ist ja irre, hier alles aus Holz. Aber die wird wahrscheinlich zu sein. Tja, kein Reinkommen. Schade. Es ist unfassbar. In Tschechien kann man mitten in den Pilzen irgendwo stehen und man hat feinstes mobiles Internet, um zum Beispiel mal kurz was nachzugucken. Denn da hinten in der Ferne, sieht man jetzt wahrscheinlich nicht hier in dem Bild, ist das Riesengebirge. Da entspringt die Elbe. By the way, ich bin jetzt schon seit einiger Zeit in Böhmen. Vielleicht schon seit einem Tag oder so, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo da die Grenze genau liegt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass ich nicht mehr in Mähren bin, sondern in Böhmen. Jetzt geht's weiter auf dem Radweg 14 Richtung Jizin oder Jizin oder Jizin. Jetzt komme ich nach Jizin, da gehe ich einkaufen und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ob ich bei dem geplanten Campingplatz Schluss mache oder ob man noch eine Chance hat weiterzufahren, denn es ist noch recht früh, es ist gerade mal 12:30. Ja.
Mittagssnack und auch eine Notverpflegung für heute Abend habe ich mir geholt. Ja, ich fahre jetzt mal Richtung des angepeilten Platzes Camping Eden. Ach nee, hier muss ich neu machen. Zu viel Verkehr. Noch mal ordentlich berghoch jetzt in so einen Naturpark rein mit viel Wald. Da hoffe ich auf die Kühle des Waldes. An dieser Kreuzung hier muss ich mich jetzt entscheiden. Bleibe ich hier? Oder fahre ich zum nächsten Campingplatz? Aber es ist erst 2:30, also fahre ich zum nächsten, was soll's. Ich kann doch jetzt nicht schon Schluss machen. Was haben wir denn da hinten für eine interessante Burg in unerreichbarer Ferne? Das heißt wohl Liberecki-Krai, also irgendwie Bezirk von Liberec. Oh, dann ist ja die deutsche Grenze auch nicht mehr weit. Ach Quatsch, die ist noch weit. Und ich sag mir immer, gut, dass ich jetzt schon den Berg hochgefahren bin und das nicht morgen früh machen muss. Mal gut, dass es noch eine Alternative gibt, ein bisschen weiter entfernt. Das war jetzt eher so ein, ja, wie so ein Ökodorf mit abendlichen gemeinsamen Trommeln im Tippi. Da habe ich ja nun mal gar keinen Bock drauf. Ja, ein Bier gab es auch nicht, also scheidet das schon mal aus. So, weiter geht's. Hier in Rubascala verlasse ich dann die normal geplante Route und steuere jetzt meinen Alternativ-Campingplatz an. Und die große Wäsche gestern hätte ich mir sparen können. Ich bin klitschnass geschwitzt. So, dann wollen wir mal abbiegen. Nee, jetzt fahre ich rechts. Sagt sie wahrscheinlich 1000 Mal, du hast die Tour verlassen. Dann stellen wir sie mal aus. Ah.
für alle Fälle habe ich mir gerade ein kleines Notfallzeltaufbaubier gekauft. Man weiß ja nie. Der Weg sieht hier noch mal ein bisschen abenteuerlich aus zum Campingplatz. Aber mir kamen gerade zwei Mountainbiker entgegen. Die habe ich gefragt, ob ich das fahren kann mit meinem Rad. Die sagten, das geht. Ja, hoffentlich haben sie recht und wollten mich nicht verscheißern. Aber die Alternative wäre unten an der Hauptstraße entlang. Und da habe ich keine Lust. Aber wenn es so bleibt, dann geht das ja hier. Ich hätte ja gerne noch ein letztes frisch gezapftes Zeltaufbaubier hier in Tschechien getrunken. Aber die Bar, die ist so weit entfernt, bis ich mit meinem Glas hier unten bin, ist das Bier schal oder zur Hälfte rausgeschwappt. Jetzt tut's auch das. Das habe ich ja gerade eben gekauft. Und das noch eiskalt. Hm. Schönes Gelände hier, riesengroß. Und mit 165 Kronen plus 20 Kronen fürs Duschen auch echt günstig, hätte ich nicht gedacht. Ja, hier auf tschechischen Campingplätzen, da ist immer groß was los mit Kindern. Oder was heißt immer, oftmals. Die haben so Hütten oder Zelte, da sind oft Jugendgruppen drin. Naja, aber die Mäuse, die hier rumrennen, die werden wohl nicht die Nacht zum Tag machen. Also ist die Nachtruhe nicht gefährdet. Ach, und wenn, wird mir auch egal. Ich habe auch Oropax mit. Ach, wohl sein. Der Hacienda steht, Schlafplatz ist aufgebaut innen drin. Ja, jetzt gucke ich gleich mal bei dem Restaurant hier, ob ich hier was esse oder ob ich mir doch meine Nudeln mache. Danach gehe ich duschen. Dann muss ich noch das Aufbaubierchen von der Liste wegstreichen. Mann, Mann, Mann. Ein Stress ist das im Urlaub. Furchtbar. Furchtbar. Das war ein super Abendessen hier in dem Restaurant auf dem Campingplatz. Gefüllte Kartoffelknödel mit Sauerkraut und Röstzwiebeln. Das war jetzt genau das, was ich irgendwie brauchte. Dazu zwei Bier und weil ich länger warten musste als üblich, gab es noch ein Schnäpschen auf Kosten des Hauses. Diese ganzen Schülergruppen, die essen dann nämlich auch in dem Restaurant hier auf dem Campingplatz. Und die werden so in verschiedenen Intervallen da durchgeschleust und dann dauert es halt mal länger. Ja, ich meine, ich hatte jetzt nichts anderes mehr zu tun heute, also war es mir egal, ob ich da jetzt irgendwie 10 Minuten länger warten musste als sonst üblich. Ja, jetzt gehe ich zurück zu meinem Zelt. Dann werde ich mich da jetzt noch ein bisschen in mein Stühlchen setzen und ein bisschen in die Ferne blicken. Und dann werde ich auch früh schlafen gehen heute, denn ich bin durch die Berge doch recht kaputt.
Ja, in diesem Sinne sage ich mal, macht's gut und bis morgen zum, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, 7. Tag der Tour von Wien nach Berlin.